In dieser Nacht? Ein Überfall, geplündert im Gebirg am Pass. Das war bestimmt der Kinderle. Ich werde es genau erzählen. Und eine Hochzeitsgabe ist die vielleicht auch dahin, was? Verdorren sollen die Hände, die sie jetzt halten. Das kommt nicht teuer. Gib mir mein Geld zurück. Ist doch nicht meine Schuld, nicht wahr, Fuhrmann? Da war kein Widerstand zu leisten. 100 und noch mehr sind durch die Felsen über uns gekommen. Ihrer 20 habe ich erschlagen. Mehr kann keiner von mir verlangen. Und der Kinderle? Der ist der Schrecklichste von allen. Sein Blick ist Feuer, seine Rede ist Donner. Er sticht dich mit den Fingernageln durch die Brust. Im Wegschauen schießt er dir aufs Haar, dringt vom Ohr. Von dem holt euch das Geld zurück, aber nicht von mir. Ein schöner Mann. Leute, es scheint die rechte Fröhlichkeit, ist das hier nicht? Der Dankeschön, der Bub hat es verraten. Ein Wort durch, du Pfennigfuchs aus Seelung. Louis Seppele, wir kommen heute als Gäste. Wisst ihr nicht, dass ich da auch nur einen von euch eingeladen habe? Gilt denn die Sitte nicht mehr, dass auch die Freunde der Braut zum Polterabend willkommen sind? Vergebung für den Schreck. Das ist nicht die Art gegen einen Gast. Das sollte ein Wirtshund noch besser wissen. Zumal bei einem Gast, der nicht mit leeren Händen kommt. Achilles. Der Jungfer Braut. Mit allen Segenswünschen. Gesundheit. Glück.